Ich bin die Johanna Wieser vom Haarstudio Wieser. Das ist die Sarah. Wir sind heute hier in den Milkstudios, um mit Andreas Ortner ein Shooting zu machen. Und hier folgen ein paar Impressionen. Platz genau zu stehen, sieht super aus. Und kannst du mit deinem Kopf? Erzählt mir doch mal kurz in die Kamera, warum ihr heute hier seid. Wegen dem Andreas. Nein, Quatsch. Also ich kenne die Laura, die Friseurin, schon länger und ich habe gesehen, dass sie in Facebook eben diesen Post hatte vom Visa 2018 Gesicht. Deswegen habe ich mich gleich beworben. Ich habe mich auch online bei Facebook beworben. Ich habe die Anzeige spontan in der Facebook-Gruppe gesehen und ich war dann das erste Mal in einem der Salons. Auf jeden Fall habe ich dort die Corinna und die Caro kennengelernt, zwei ganz, ganz liebe Friseurinnen. Und wir sind ein super Team und deswegen bin ich jetzt hier und freue mich auch dabei zu sein. Für mich als Auszubildender ist es eine große Möglichkeit, jetzt schon in der Mache dabei zu sein. Für die Mode von morgen, für den Trend, den wir festlegen, der festgelegt wird, der ständig im Wechsel ist. Und das ist einfach spannend.
ist Andreas Ortner. Wir haben heute in den Milk City Studios in München für das neue Visa-Gesicht 2018 für die Visa Group die neuen Looks fotografiert. Das Shooting ist super gelaufen, wir haben ganz tolle Modelle gehabt, die neuesten Trends gezeigt und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Kommt zu Visa Friseure, die Visa Group ist fantastisch. Wenn auch du Lust hast, in einem spannenden, trendigen Beruf zu arbeiten, dann bewirb dich jetzt bei haarstudio-visa.de. Tja Laura, wir sind heute hier. Wir sind heute hier für unsere neue Kollektion und das Visa-Gesicht 2018. Also ich bin der Simon. Wir sind heute hier für das Fotoshooting für das neue Visa-Gesicht 2018. Seid dabei!